Ich und Kokos, das ist einfach untrennbar. Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Food News Video. Ich teste wieder alles, was es Neues im Supermarkt gibt für euch. Und vor allem nach Geschmack und gebe euch halt einfach mal so kleine Hinweise, was es so gibt, weil Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. Also das ist jetzt einfach nur meine Meinung und ich würde sagen, legen wir los. Der Start machen einmal hier, das war kein gutes Deutsch, Rewe Kirschpaprika mit cremiger veganer Füllung. Also Rewe ist echt gut auch, was vegane Produkte angeht. Das sind jetzt 150 Gramm für 2,49 und die Masse innen drin ist auf Mandelproteinbasis. Achso ja, auf Kokosfett und Mandelproteinbasis. Das ist mit grünen Peperoni und geschwärzten Oliven. Ah ja, okay, hier die Peperoni und Oliven sind einfach nur mitten dabei. Ist auch süß, ist halt so eine Peperoni und zwei Oliven. Okay, und das sind hier die Paprika. Die sind lecker, also die Paprika sind richtig würzig, vor allem sind die auch echt gut scharf. Also so leicht scharf, ganz, ganz lecker. Jedoch die Creme an sich hat keinen Eigengeschmack. Es ist einfach nur eine erfrischende Creme und das finde ich ganz gut. Aber ich finde, die könnte irgendwie ein bisschen mehr Geschmack haben. Man schmeckt halt einfach nur die Paprika und die ist lecker. Ja, ich würde sie mir deswegen jetzt nicht nochmal holen. Aber jeder, der sowas unglaublich gerne mag, der kann sich es auf jeden Fall in der veganen Version holen. Und deswegen bekommt es 7,5 Punkte. Dann gibt es neue Sommersorten von Halloren. Das sind wieder diese O's und die habe ich gefunden bei Netto. Zitrone, Buttermilch in weißer Schokolade mit extra viel Schokolade. Das sind wieder 12 Stück, also 125 Gramm. Tada! Schmeckt so, was draufsteht. Zitrone, Buttermilch. Ist echt ein angenehmer Zitronengeschmack. Nur so leicht säuerlich. Eben sehr erfrischend. Ich glaube, die wären jetzt richtig gut gewesen aus dem Kühlschrank oder aus dem Gefrierschrank. Und ich finde sie jetzt, ich bin halt nicht so der, also manchmal finde ich Zitrone in Süßigkeiten echt lecker. Aber irgendwie so Buttermilch-Sachen kann ich, ist einfach nicht so meins. Ich dachte, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und sie sind nicht schlecht, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Die sind halt immer sehr, sehr süß, wie immer. Love it. Ich bin aber mal auf die zweite Sorte gespannt. Die hier erstmal würde ich mir persönlich jetzt nicht kaufen. Jeder, der Buttermilch-Zitrone feiert, wird die auch lieben. Und deswegen von mir bekommen sie 7 von 10 Punkten. Die andere Sorte ist nämlich Kokos. Und wir wissen alle, ich liebe Kokos. Das ist jetzt Kokos-Schoko in Vollmilchschokolade. Und halt eben auch sonst genau das gleiche Prinzip wie die anderen. Ich und Kokos, das ist einfach untrennbar. Schmeckt halt wie Bounty. Also halt erinnert ganz, ganz stark an Bounty. Nur, dass der Schokoladengeschmack, dadurch, dass er auch eine Hälfte Kakao ist, noch ein bisschen intensiver ist. Aber ich finde es einfach lecker. Ich liebe den Geschmack von diesen Kugeln. Und in der Sorte top. Also die würde ich mir auf jeden Fall auch wiederholen. Richtig schöne Sommersorte. Ich glaube, es gibt auch noch eine dritte. Die gab es aber leider nicht bei mir. Und von daher, die hole ich im nächsten Video. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert es einmal. Und die bekommen 9 von 10 Punkten. Und es gibt eine neue Sorte von dem Love Raw. Das sind ja wie Bueno sozusagen. Da hatte ich auch schon mal in einem anderen Video die Sorten getestet. Und ich finde die wirklich gut. Also es ist jetzt hier Salted Caramel. Also schon echt lecker. Also es könnte noch ein bisschen salziger sein, aber total leckeren Geschmack. Und vor allem dafür, dass es vegan ist. Also wirklich top. Wird, also kriegt locker 9 von 10 Punkten. Und es gibt diese Knusperflakes oder von Cent ist eben noch eine andere Sorte. Ich hatte ja schon diese Kügelchen vorgestellt und auch eben jetzt Knusperflakes. Und auch die finde ich echt lecker. Schmecken halt wirklich wie aus diesen Joghurts heraus, wo man diese Flakes und sowas immer kennt. Ja, fürs Müsli-Joghurt, das ist perfekt. Die sind so cool. War auch lange überfällig, dass sowas mal erfunden wird. Es bekommt 9 von 10 Punkten. Dann gibt es hier von Iron Max bei Lidl wiedergefunden. Einen neuen Riegel Lemon Cheesecake Flavor. Und er klang wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und im ersten Geschmack schmeckt er auch lecker. Also diese obere Schicht und die Schokolade ist top. Aber die Proteinmasse schmeckt mir leider gar nicht von dem. Also würde ich mir nicht wiederholen. Die ist ganz, ganz trocken und
gar keinen leckeren Geschmack, auch dann der Nachgeschmack. Deswegen bekommt der 3 von 10 Punkten. Und dann gibt es mal wieder neue Chips. Ich finde, es gibt seit so viele neue Chipsorten. Vielleicht, weil das so ein Sommerding ist. So, ja, Chips halt. Und es sind zwar Kesselchips, jetzt in der Sorte Country Ketchup Style. Und ich muss sagen, die sehen schon mal so knusprig aus. Oh, die riechen richtig, richtig lecker. Gefunden habe ich die bei Aldi. Und die sind sowas von gut. Also die sind wirklich richtig, richtig knusprig und dick und haben einen richtig, boah, intensiven Ketchup-Geruch. Das riecht wie so eine Tüte von Mc's. Es riecht, also schmeckt einfach top. Ich mag das richtig, finde den Geschmack total genial. So leicht rauchig, würde ich mir auch wiederholen und bekommen 9 von 10 Punkten. Dann gibt es neu von Like Meat für 2,99 im Rewe gefunden. Jetzt wirklich ist Like Chicken Filet. Also das sah auch schon, oh mein Gott, es roch wie Chicken, als ich das gerade in die Pfanne geworfen habe. Deswegen, das brutzelt gerade da. Das hole ich da gleich auch raus. Und das ist jetzt auf der Basis von Weizen, Soja und Erbsenprotein und ist eben vegan. Da sind jetzt 180 Gramm enthalten. Es sieht halt einfach komplett aus wie Chicken. Also ich habe es jetzt hier knusprig gebraten in der Pfanne und von der Konsistenz her, also es ist schon richtig gut gelungen. Riechen tut es auch echt nach Hähnchen. Es ist so verrückt, was alles möglich ist, also heutzutage so. Natürlich, es schmeckt nicht eins zu eins wie Hähnchenfilet, weil ich finde, solche Sachen sind super schwierig nachzumachen. Aber es ist wirklich lecker. Es ist top. Es hat einen sehr starken Chicken-Geschmack. Von der Konsistenz ist es halt eher so knatschiger, also nicht so dieses Faserige, was man eigentlich bei dem Hähnchen hat. Aber es ist wirklich lecker. Das kann man sich unbedingt wiederholen. Ich finde es top. Ist auch richtig schön kross geworden und deswegen bekommt es auch 9 von 10 Punkten. Dann gibt es von Rewe hier eine neue Pizza und zwar ist es eine Vegetarianer-Pizza. Die hat 2,19 Euro gekostet, von Rewe Bio sogar, mit Biogemüse und Mozzarella. Und die ist wirklich, wirklich lecker. Also ganz, ganz saftig, hat einen ganz krossen Teig und ja, also ich kann die wirklich empfehlen. Finde die gut, finde den Preis auch vollkommen fair. Sind jetzt 410 Gramm, also genau, richtige Größe. Eben mit Brokkoli, Aubergine, Paprika. Auch nicht zu viel Käse auf einem relativ dünnen Boden. Ja, die ist lecker, die würde ich mir auch wiederholen und die bekommt 8 von 10 Punkten. Und dann gibt es eine neue Sorte von dem Nui-Eis und zwar Ice Cream New York Cookies and Cream. Also so dieses typische Oreo-mäßige. Ich habe die jetzt einzeln bei uns im Rewe gefunden. Ich muss sagen, bisher finde ich die Nui-Eissorten schon echt ziemlich, ziemlich lecker. Hier sieht man auch schon, es sieht sehr, sehr lecker schokoladig und crunchig aus. Aber ich muss sagen, es sieht besonderer aus, als es schmeckt. Also ich finde, es schmeckt irgendwie ganz, ganz fad. Das hat so keinen richtigen Geschmack. Also ganz, ganz komisch. Ja, ein bisschen crunchy, aber auch das helle Eis, das schmeckt jetzt nicht irgendwie so krass vanillig oder intensiv. Es schmeckt halt so ein bisschen keksig. Aber es haut mich irgendwie gerade gar nicht um. Also da fehlt mir komplett irgendwie so ein Geschmackserlebnis. Schade. Würde ich mir auf jeden Fall nicht wiederholen. Bekommt 5 von 10 Punkten. Und ich habe es endlich gekauft. Das Eis von Oatly. Ich habe mich eine Zeit lang echt dagegen gewehrt, weil ich mir dachte, 6,49 Euro für ein ganz normales veganes Eis. Aber okay, ich gebe es dem Ganzen mal eine Chance. Hazelnut Swirl. Das war mit noch die ausgefallenste Sorte, muss ich sagen. Und dafür, dass es halt wirklich auf der Basis von Zucker ist, denke ich mir so, ey, das kann doch nicht sein, dass das so viel Geld kostet. Also, ja, verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss dem Ganzen lassen. Es schmeckt schon wirklich, wirklich lecker. Also hier seht ihr diesen Swirl, der ist schon genial. Und das hat eben auch noch so kleine Haselnussstückchen hier überall. Es ist wirklich, wirklich lecker. Nichtsdestotrotz würde ich dafür nicht so viel Geld zahlen. Das hat mich schon ins Positive jetzt überrascht, aber zum Beispiel auch die Sorte Vanille, ja, weiß ich nicht, die würde ich mir jetzt wirklich niemals kaufen. Naja, aber die Sorte ist ganz gut, trotzdem zu teuer und deswegen 7 von 10 Punkten. Okay, vor allem müssen wir mal ganz kurz festhalten, dass dieser Swirl in dem ganzen Eis einfach nur anfangs da vorhin war und ein bisschen am Ende, aber mittendrin, da einfach dieser Swirl gar nicht mehr da ist und es einfach nur Haselnuss-Eis ist. Nee, das finde ich nicht okay. Und dann gibt es riesige Food News von Nukau. Die Schokoladen liebe ich ja einfach schon sonst. Und die haben neue Rezepturen. Weil ganz viele von euch fanden die immer zu nussig.
Moment, sie schmecken euch gar nicht. Ich habe es geliebt und liebe es auch immer noch. Aber für alle, die das nicht mochten, es gibt jetzt ganz normale, in Anführungszeichen, Schokoladensorten. Ich habe die mal nach meiner Lieblingsreihenfolge sortiert. Creamy Coconut, oh mein Gott, himmlisch, einfach so eine geile Schokolade. Also halt immer kompletter Kokosgeschmack. Dann Vanille, so eine geniale weiße Vanilleschokolade. Top, also eben alle bio und vegan. Aber auch hier Crunchy Hazelnut. Also wirklich sind jetzt halt, schmeckt jetzt einfach nach ganz normalen, in Anführungszeichen, Schokoladen, die eben vegan sind. Super lecker, Fairtrade, also eine Company, die ich einfach von Herzen gerne unterstütze. Ja, Creamy Chocolate. Wenn ihr bestellt, dann, also genau, die gibt es nämlich jetzt gerade bisher, glaube ich, nur online. Und da habe ich auch immer meinen Code, der gilt immer, weil es einfach große Liebe, Sea Salt. Und dann hier noch so eine ganz normale dunkle. Die schmeckt halt so ein bisschen, das ist ein bisschen langweilig. Wollen wir jetzt mal nicht sagen. Genau, Dark and Creamy ist halt einfach wie eine dunkle Schokolade. Also ich habe die jetzt noch meiner Lieblingsreihenfolge so sortiert. Diese drei Sorten, 10 von 10 Punkten, 9 von 10 Punkten und diese jeweils 8 von 10 Punkten. Einfach weil die ein bisschen herber sind und ich mag es halt gerne ein bisschen süßer. Das neue Climate Just Ice Now von Ben & Jerry's. Hat jetzt 4,44 gekostet, weil es im Angebot war. Aber sonst kostet es ja auch 6,49. Und das ist eben ein Karamelleis mit salziger Karamellsoße und Brownie-Stückchen. Gibt es anscheinend irgendwie nur bei Rewe. Ist eben vegan und es sind 391 Gramm enthalten auf der Basis von Mandelpaste. Und es ist schon lecker. Doch muss man einfach sagen, also ich bin ja bisher noch nicht ganz überzeugt von Ben & Jerry's und ich bin immer noch der Meinung, dass Lidl und Aldi und Rewe oder Eigenmarken das genauso gut können. Aber die Sorte ist wirklich verrückt und ist lecker. Würde ich mir trotzdem für den Preis nicht wiederholen, aber kann man machen und deswegen bekommt es 8 von 10 Punkten. Das war es auch mal wieder mit meinen Food-Neuheiten. Ich glaube, da war wieder eine ganz schöne Menge mit dabei. Wie immer, jetzt seid ihr gefragt, was davon kennt ihr schon oder was möchtet ihr jetzt unbedingt probieren? Ich freue mich auf euer Feedback und ja, wenn ihr weiter Food-Neuheiten gucken möchtet, dann abonniert mich gern und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.